Und schließlich kommen wir zu meiner Nummer 1. Sein Name lautet Nummer 2. Seit 30 Jahren ist Nummer 2 Chef von Virchicon, dem offiziellen Aushängeschild meines Imperiums des Bösen. Dr. Evo, in den vergangenen 30 Jahren hat sich Virchicon enorm vergrößern können. Vor etwa 15 Jahren wechseln wir von der Kampfgasherstellung zur Kommunikationsindustrie über. Wir besitzen Kabelkanäle in 38 Bundesstaaten. Ferner ein Stahlwerk in Cleveland, Schiffswerften in Texas, Ölraffinerien in Seattle und eine Fabrikanlage in Chicago, die naturgetreue Modelle von Fabrikanlagen herstellt. Ganz logisch, ja. Herrschaften, ich habe einen Plan. Man nennt es Erpressung. Wie Sie wissen, gilt die königliche Familie von Großbritannien als größter Grundbesitzer der Welt. Entweder zahlt die königliche Familie uns eine exorbitante Summe oder wir verbreiten das Gerücht, dass Prinz Charles ein außereheliches Verhältnis gehabt hat und sich deshalb von seiner Frau scheiden lassen muss. Prinz Charles hatte wirklich ein Verhältnis. Er hat's zugegeben und sie sind mittlerweile geschieden. Schön. Okay, Leute, solche Sachen müsst ihr mir sagen. Ich bin 30 Jahre lang eingefroren gewesen, okay? Sowas muss man mir zuspielen. Schließlich bin ich ja der Chef. Ich brauche Infos. Okay, kein Problem. Hier ist mein zweiter Plan. Damals in den 60ern habe ich eine Wetterveränderungsmaschine entwickelt, die im Wesentlichen aus einem gebündelten Hitzestrahl bestand. Wir nannten es Laser. Mit solchen Lasern schießen wir ein Loch in die Schutzhülle, die Erde umgibt. Und nennen es Ozonloch. Langsam aber sicher erhöht sich die ultraviolette Strahlung. Und somit bei der Bevölkerung das Risiko von Hautkrebs. Es sei denn, die Welt bezahlt uns ein enormes Lösegeld. Auch das ist inzwischen bereits eingetreten. Scheiße. Okay, dann machen wir eben das, was wir immer machen. Wir klauen ein paar Atomwaffen und nehmen die Welt als Geisel, ja? Gut. Herrschaften, ich habe erfahren, dass die ehemalige sowjetische Republik Krimsekistan in einigen Tagen einen Atomsprengkopf zu den Vereinten Nationen überführen will. Hier ist mein Plan. Wir beschaffen uns den Sprengkopf und nehmen die Welt als Geisel gegen ein Lösegeld von 1 Million Dollar. Verzeihung, aber sind Sie nicht auch der Meinung, dass wir ein bisschen mehr verlangen sollten als 1 Million Dollar? 1 Million Dollar sind heutzutage eher Peanuts. Virchicon allein erwirtschaftet schon jährlich über 9 Milliarden Dollar. Wirklich? Das ist nicht wenig. Okay, dann fordern wir eben ein Lösegeld von 100 Milliarden Dollar. Gentlemen, wir haben den Sprengkopf. Nummer 2, verbinden Sie mich mit dem geheimen Konferenzraum der Vereinten Nationen. Gentlemen, mein Name ist Dr. Evil. In Kürze werden Sie feststellen, dass der krimsekistanische Sprengkopf verschwunden ist. Wenn Sie ihn zurückhaben wollen, werden Sie dafür an mich bezahlen müssen. Und zwar 1 Million Dollar. Entschuldigung. 100 Milliarden Dollar. Ruhe. Und nun, Mr. Evil? Dr. Evil. Ich habe nicht 6 Jahre an der Evil Medical School studiert, um Mr. genannt zu werden. Vielen Dank. Es ist das grundsätzliche Prinzip der Vereinten Nationen, nicht mit Terroristen zu verhandeln. Tatsächlich. Wie Sie wollen. Bitte beruhigen Sie sich, meine Herrschaften! Gentlemen, in genau 5 Tagen werden wir um 100 Milliarden Dollar reicher sein. Ha, ha, ha.